Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Ride 2. Wir haben hier drei Einladungen-Events zur Verfügung. Ich würde mal sagen, ich gehe mal hier rein. Schauen hier mal rein. Hier gibt es ein paar Bikes, die mich rein aus dem optischen Sinn eigentlich gar nicht so interessieren. Aber egal. So, bis zu 300 Punkten. Wir brauchen dafür auch noch ein Bike. Es hat ja sogar genau 300, okay. Also die anderen gehen ganz schön nach unten hier. Ja, dann nehme ich halt einfach das Beste, oder? Wird schon hier passen. Wird dann, denke ich mal, auch vom Fahren her natürlich sehr anders. So, wir nehmen das da. Wir haben es... Achso, kaufen müssen wir es nicht, oder? Nee, also hier könnte man auch auswählen, irgendwelche Farben oder so Sachen. Gibt es nicht viel. Gibt es groß nichts anderes. So, hier haben wir es einmal. Ich weiß also nichts gegen die Art von Motorrädern, aber so aus dem optischen Sinne gefallen mir die jetzt eigentlich nicht so. Auch wenn sie sich einigermaßen nett anhören. Halt einfach nicht so mein Typ Motorrad. Aber mit denen müssen wir halt auch mal fahren. Die wollen auch gefahren werden. So, wir schauen mal bei der Anpassung. Tuning technisch können wir natürlich nicht viel machen. Vom Aussehen her eher... Ja, was kann man da groß machen? Blinker und Nummernschild. Das kann man... Achso, das können wir wegmontieren. Ah ja. Immer so eine Sache. Lenker können wir was ändern. Hat sich da gerade überhaupt was geändert? Achso, hier war das Chromartige. Okay. Die Form an sich, also wir haben jetzt nur die Farbe. So eine neue Form oder so. Gibt es jetzt eigentlich nicht. Okay. So, ansonsten, ja, komm, ich würde mal sagen, wir lassen es mal so. Ich meine, so die Hauptfarbe vom Motorrad oder so kann man ja gar nichts ändern. Deshalb lassen wir es einfach farblos in der Standardversion. Und ja, welche Strecke war es überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann lassen wir uns überraschen. So, Alter, wir sind hier irgendwo in einem Tunnel. In Mailand, Milano. Schwede, Italien. Wir sind nur noch in Italien unterwegs, komischerweise. So, okay. Die anderen haben auch so relativ die gleichen Bikes. Wheelie mit der Maschine. Alter, geht sogar. Mein, natürlich, okay, ja, in vielen... Mit vielen geht es natürlich, aber sagen wir in so Spielen wie GTA oder so, gehen mit solchen Maschinen die Wheelies eher nicht so. Eher mit den sportlicheren Motorrädern. In echt weiß ich es jetzt nicht ganz so genau, wie einfach das ist, mit solchen Maschinen Wheelies zu machen. Aber wir haben eine richtig schnelle Maschine. Na, unser roter Anzug passt jetzt hier nicht so ganz. So eine schwarze Lederjacke. Alter! Der lenkt voll... Ja, sehr zäh. Kann man sagen, zäh? Auch ein bisschen komisch. So, weil er auch gar nicht so mega in die Kurven reingeht, natürlich. Müssen wir uns ein bisschen umgewöhnen. Weil die Maschine natürlich ganz anders ist. Er hat einen relativ großen Wendekreis im Vergleich zu den anderen Maschinen, wo wir bis jetzt gefahren sind. Deshalb können wir gar nicht so mega in die Kurven reingehen. Aber an sich, ja, bis jetzt geht es ja eigentlich. Die Strecke hat jetzt nicht so mega die Kurven. Oder nicht so mega die engen Kurven. Und man hat immer sehr viel Platz, den ich eigentlich fast voll ausnutzen tue. Oh, das ist sehr seltsam, also... Schon ein natürlich ein großer Unterschied zu vor allem das vorherige Bike, wo wir hatten. Aber es geht ja eigentlich, also wir fahren in die falsche Richtung eigentlich. Hier von den Straßenbezeichnungen her sind wir auf der falschen Seite. So, wir haben sogar auch die zweite Runde. Ja, ich wollte gerade sagen, die Gerade kommt mir gerade so ein bisschen bekannt vor. So, hier. Ah, Wheelie. Klappt hier nicht so ganz bei der Geschwindigkeit.
Aber es sieht so ganz gut aus. So, also ganz schön wackelig hier. Okay. Ja, easy eigentlich hier das Ganze. Dann kriegen wir auch noch ein Bike geschenkt. Wovon ich wohl keins von beiden will. Deshalb nehme ich wohl auch wieder gleich das, wo mehr Leistung hat, denke ich mal. So. Bald haben wir 5 Sekunden Vorsprung. Oh, das war auch jeder Zentimeter ausgemessen gerade. So, einmal hier entlang. So, ziemlich chillig. Können wir uns die Strecke anschauen. Keine Probleme an sich. So, oh hier. Noch einen schwarzen hingezogen bei der Beschleunigung. So, hier haben wir wieder, glaube ich, die Start-Zielgerade. Oder war das schon hier? Ich weiß gerade gar nicht. Doch, könnte es sein hier, oder? Hier haben wir es. Oh, jojojojojojo. Bisschen spät gebremst. No, hallo! Da fliegt er aber schnell hin. Jetzt gedacht so, okay. Dann fahren wir einmal ein bisschen anders. Okay. Sah ein bisschen seltsam aus vom Hinfliegen her, aber na gut. Wenn er einmal hinfliegen wollte. So. Was haben wir denn überhaupt Vorsprung hier? Werden wir gleich sehen, wenn die anderen hier vorbeifahren. 6 Sekunden. Fast. Also, keine Probleme. Absolut keine Probleme. So, war hier eigentlich auf dem Bild war doch hier so ein Mega-Tunnel zu sehen, aber wir sind doch, bin ich jetzt blöd oder sind wir gar nicht durch so einen großen Tunnel gefahren? Also es könnte natürlich sein, dass wir jetzt halt gerade eine andere Streckenvariante haben und dadurch nicht durch den Tunnel gehen. Oder bin ich einfach nur doof? Aber ich meine, wir sind doch nicht groß durch den Tunnel gefahren. Hier und da war doch mal so eine Brücke vielleicht, wo wir unten durch sind, aber der Tunnel an sich habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Soll ich einen Stoppie probieren? Ist das mit der Maschine überhaupt gut, einen Stoppie zu machen? Ich könnte es mal probieren. 2 Sekunden eigentlich nur. Sollte doch gar nicht so schwierig sein. Wir haben ja genug Vorsprung. So. Oh, Alter, ich krieg ihn nicht hoch. Also, hinten kriege ich ihn nicht hoch. Alter Falter, da ging gar nichts. Und das meine ich ja bei solchen Maschinen. Sind natürlich ein bisschen nicht so wendig. So, Triumphen. Wenn wir mit einer Triumph gefahren sind. Oder vielleicht mit mehreren schon, ich weiß es nicht. Halt mit der da zumindest mal. 20.000 Credits, tut auch ganz gut. So, jetzt wieder ein bisschen warten. Okay. Okay, wir sind auch leistungstechnisch natürlich auch ein bisschen überlegen gewesen, wenn man hier so schaut. 250 auf dem zweiten Platz und dann die anderen eher 200 nur rum. Okay, das erklärt natürlich auch einiges. So, wir dürfen uns entscheiden zwischen dieser sehr schönen und der anderen sehr schönen Maschine. Bin ich die gerade nicht? Nee, das war eine andere. Aber rein optisch gesehen wird mir die rechte besser gefallen. Und die hier eigentlich. So, gehen wir mal auf Info. Ja, die haben natürlich schon ein bisschen Unterschied. Kann aber natürlich auch sein, ich meine, es heißt ja nicht immer, dass ich die bessere nehmen muss. Weil es kann natürlich sein, ich habe dann ein Event, wo ich so ein Motorrad fahren muss. Aber nur 450 Leistungspunkte haben darf. Dann bringt mir die bessere Maschine natürlich auch nicht viel. Deshalb würde ich mal sagen, ich nehme die hier. Weil, wie gesagt, wenn mir die Maschine dann halt wegen irgendeinem Event nichts bringt, ist ja natürlich auch ein bisschen kacke. So, da können wir sie dann mal betrachten. Und dann schauen wir mal. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch meine Bekleidung ändern, weil das ja jetzt nicht so gepasst hat. Aber ich müsste erstmal schauen, wie wir jetzt weitermachen. Ob wir vielleicht auch das Bike, wo wir jetzt
gekauft haben oder wo wir auch jetzt gewonnen haben, ob wir das jetzt gleich nutzen werden oder nicht. Weil zudem, ja, passt jetzt nicht so ganz. Saison Nummer 4. So, gehen wir einmal da rein. Wir waren eigentlich immer noch, hier haben wir schon durch die ganzen Medaillen schon hier zumindest mal Expert freigeschalten. Aber ich würde halt mal, ich weiß nicht, bleibe ich mal hier. Wir schauen mal hier rein. Das haben wir ja schon. Hier Bike zum Kauf. Das haben wir schon, haben wir schon. Bike in Verwendung. Und hier haben wir auch, ja, da könnten wir natürlich bleiben. Mit 300 wird es eigentlich sogar fast passen. Also weil hier Bike in Verwendung ist halt bis 520 ist natürlich halt ein bisschen heftig, oder? Weil, ah, wir könnten eigentlich die da nutzen. Ah, okay, da haben wir sogar auch, ja, die MT-09 wird ja auch passen, okay. Würden sogar relativ viele reinpassen oder so ziemlich alle. Aber ich würde mal sagen, das machen wir ein anderes Mal. Ich gehe erstmal hier rein. Und da könnte ich ja mein gekauftes Bike nutzen. Einmal, ja, wir haben nur das da. Das andere würde vermutlich auch reinpassen, aber das hat ja irgendwas mit über 400. Deshalb wird das hier nicht ganz passen. Aber ich wollte erst mal sagen, bevor wir hier starten, passen wir nochmal kurz unseren Fahrer an. Einmal noch ein Stückchen zurück. So, mit einer schönen Lederjacke, wenn es natürlich geht. So, Rider Montur, da würde ich auch jetzt auch mal sagen, da würde ich jetzt hier eher die Straße nehmen. Hier so ein Straßenfahrer. Ah ne, scheiße, jetzt habe ich ihn ausgewählt und nicht angepasst. Aber wir können mal so den Standard angucken. Ja, so in die Richtung. Okay, er hat ja schon einigermaßen normale Schuhe an. So, aber so eine Lederjacke wäre schon geil. Ja, wir fangen eigentlich bei... Guck, weil hier ist jetzt nicht irgendein... Nicht mehr richtig so ein Anzug, sondern... Stand auch dran, Jacke. Stand das letzte Mal Jacke dran? Ich weiß es eben nicht. Aber es sind doch halt schon eher so Lederkombis an sich. Ja, die Arten sind noch relativ gleich. So eine Lederkluft mit so komischen Flaumsen oder so wäre auch ganz lustig an sich. Aber ich glaube, das gibt es halt so in der Form gar nicht. Wir können eigentlich... Es wäre geil gewesen, so eine Lederjacke an sich. Aber es bleibt immer so, ja, Lederkombi-artig. Was heißt Lederkombi-artig? Ist ja wie ein Lederkombi. Aber dann würde ich es halt schon einigermaßen schwarz halten. Irgendwo hatten wir einen schönen schwarzen. So, zum Beispiel der da. So, nehmen wir den hier einmal. So, dann noch eine passende Hose dazu. Schauen wir auch mal bei Alpine Stars rein. Oh, zwei Hosen. Oh, eine Jeanshose. Okay, das ist natürlich auch sehr lustig von Alpine Stars. Okay, weil hier gibt es einigermaßen normal... Obwohl, das sind auch Jeans. An sich mit einer eigenartigen, sag ich mal, Form. Mit den Nähten und alles. So, hier haben wir eigentlich auch nur eine Jeans. Die ist sogar verfügbar. Oder die hier. Ich hätte es halt gerne an sich eigentlich schon halt auch von Alpine Stars eigentlich halt vom Oberteil her. Aber das geht so leider gar nicht. Deshalb, hier kann man sogar Jeans reinmachen. Aber wieso hat man dann keine, sag ich mal, keine so normale Lederjacke? Das fand ich halt ein bisschen schade. Weil hier ist ja eigentlich auch alles relativ gleich. Weil dann würde ich halt auch schauen, dass ich, sag ich mal, mit den Marken immer gleich bleibe. Bei einem Fahrer. Gehen wir mal hier rein. Dann gehen wir zur Hose, auch wieder da rein. Was gab's da Tolles? Hier die Jeans. Immer auch so. Aber guck mal, das ist jetzt keine richtige Jeans mehr eigentlich. Naja, egal. So, dann erstmal zu den Handschuhen noch. Was gibt's da Tolles? Auch so tolle Lederhandschuhe gibt's jetzt eigentlich auch nicht. Das fehlt so ein bisschen. Ansonsten wäre es ganz cool.
Aber wir bleiben relativ schwarz. So, bei den Schuhen. Was gibt's da Tolles? Ja, so ein bisschen stiefelartig gibt's schon, aber es sind eher normale Schuhe. Weil das sieht schon wieder so stiefelartig aus. Aber, ja. Nehmen wir die. So, den Rest haben wir alles. Jetzt fehlt nur noch ein... Eigentlich noch ein schicker Helm. Von Schuhe gibt's doch auch so einen schwarzen Matten eigentlich. Ohne großen Muster drauf. Den hier. Ah, okay, der ist jetzt nicht matt. An sich. Aber rein an sich eigentlich nur schwarz. Aber ich meine, gab's hier auch einen Matten? Ja, der ist eigentlich auch nicht matt. Das wäre natürlich cool, so matt-schwarz vielleicht noch. Die sind alle immer so ein bisschen glänzend an sich. Der ist schon fast matt. Dann nehmen wir den da. Einmal den hier genommen. So, dann jo, sind wir soweit fertig. Ich meine, mit dem Visier haben wir immer ein bisschen verdunkelt. Das passt alles so an sich. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part mit den einen Rennen. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.